Böse Geister unter dem Himmel. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es gibt eine unsichtbare Welt, etwas, was wir als Menschen aus Fleisch und Blut nicht mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen und erkennen können. Manche Menschen, die stark an okkulten und esoterischen Dingen interessiert sind, glauben mitunter sogar, dass sie ihre Neigung und Begabung von Gott haben. Sie denken, dass ihre übersinnlichen Fähigkeiten Menschen Gutes tut. Sie meinen, Engel können doch nicht böse sein, oder? Der Apostel Paulus kämpfte seinerzeit gegen falsche Apostel und Irrlehrer. Er ließ sich dadurch nicht in seinen Dienst beirren, fand aber deutliche Worte und gab auch eine Erklärung ab, wie so etwas zustande kam. In 2. Korinther Kapitel 11, Verse 12 bis 15 schrieb er Folgendes: Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun, um denen den Anlass zu nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Und es kann durchaus auch sein, dass sich manche Menschen gegen die Wahrheit Gottes stellen, ohne zu merken, dass sie das tun und letztlich dem Teufel dienen. Aber auch gerade Christen sind hier in Gefahr, sich manipulieren zu lassen. Darum warnt uns die Bibel an vielen Stellen vor Beschäftigung mit Magie, Esoterik, Beschwörungen und bösen Geistern. Bereits im Alten Testament stand als Aufforderung für die Israeliten in 5. Mose 18, Verse 10 bis 12: Bei dir soll keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der wahrsagt, kein Zauberer, Beschwörer oder Magier, kein Bannsprecher oder Totenbeschwörer und keiner, der einen Totengeist oder Wahrsager befragt. Denn Jahwe verabscheut jeden, der so etwas tut. Wo sich okkult vereinnahmte Menschen verstellen, können auch Christen getäuscht werden. Das sollte uns bewusst sein. Der philosophisch und esoterisch angehauchte Glaube, dass es gute Mächte gibt, die aber nichts mit dem Gott der Bibel zu tun haben, macht die Sache letztlich auch so gefährlich. In einem Kommentar zum Eingangstext schreibt John MacArthur Folgendes: In der Hitze des Gefechts können wir leicht aus den Augen verlieren, wer der eigentliche Gegner ist. Unser Vers erinnert uns, dass wir nicht gegen sündige Menschen kämpfen, sondern gegen das böse System und die übernatürlichen Mächte, die das Verhalten und die Taten der Menschen steuern. Zu seinem Angriff auf das Reich Gottes hat Satan ein hochtrainiertes Heer gefallener Engel aufgeboten. Paulus nennt sie Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, Epheser 6,12. Das ist keine vollständige Beschreibung der satanischen Hierarchie, sondern nur eine allgemeine Darstellung seiner Macht und Schlauheit. Offensichtlich sind Gewalten und Mächte hochrangige Dämonen, Weltbeherrscher dieser Finsternis, sind vielleicht Dämonen, die die verschiedenen politischen Systeme in der Welt infiltrieren, um die menschlichen Führer gegen Gottes Pläne aufzuhetzen. Ein Beispiel ist der Dämon, der in Daniel 10,13 der Fürst des Königreichs Persien genannt wird, der dem zu Daniel gesandten Engel widerstand, bis ihm Michael der Erzengel zu Hilfe kam.
Bei den geistlichen Mächten der Bosheit in der Himmelswelt handelt es sich vielleicht um Dämonen, die mit den gemeinsten und scheußlichsten Sünden zu tun haben, wie gröbste Unmoral, okkulte Praktiken, Satanskult und Ähnliches. Menschen, die Christus und Gott ablehnen, sind ohne ihr Wissen Kriegsgefangene, vom Feind gezwungen und aufgereizt, dessen Ziele zu verfolgen. Schrecklich ist es, dass, wenn er sie nicht mehr brauchen kann, sie in die ewige Verdammnis gehen werden. Du kennst vielleicht Ungläubige, die sich über deinen Glauben lustig machen oder dir Steine in den Weg legen. Obwohl es nicht leicht fällt, habe Mitleid und werde nicht bitter gegen sie. Bitte Gott, dich zu einem Werkzeug seiner Liebe zu machen, um sie zu erreichen. Bitte Gott auch darum, er möge ihre geistliche Blindheit heilen, damit sie die Lügen des Teufels erkennen und begreifen, wie nötig sie einen Erretter haben. Soweit. Es gibt keine vor Gott autonome Parallelwelt, die für sich existiert und einen positiven Einfluss auf die Menschen hat und weitergibt, um ihnen zu helfen. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Es gibt diese eine Welt, in der wir leben, sicherlich Zeit und Raum unterworfen, aber es gibt nur das Licht und die Dunkelheit, die Wahrheit oder die Lüge, sowie das Gute oder das Böse. Der Teufel und seine Gefolgschaft wollen nur zerstören und die heilsnotwendige Beziehung des Menschen mit Gott torpedieren, wie auch immer. Der Apostel Paulus hatte viel mit solchen boshaften Menschen zu tun, und manche Berichte stehen darum in der Bibel, damit wir das erkennen und daraus lernen und aufmerksam bleiben. In Apostelgeschichte 13, Verse 8 bis 10 berichtet er von einer Begegnung mit einem dämonisierten Menschen, der die segensreiche Arbeit von Paulus verhindern wollte. Dort heißt es: Doch Elimas, der Zauberer, so heißt nämlich sein Name übersetzt, trat ihnen entgegen und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Aber Saulus, der auch Paulus genannt wird, blickte ihn scharf an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er: Du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit, wann hörst du endlich auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Und auch heute gibt es solche Menschen, die vom rettenden Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Heiland Jesus Christus abhalten wollen. Stattdessen werden Ersatzangebote angeboten und oder die Bibel kritisiert, die sie für verfälscht halten oder es auch einfach abstreiten, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und wenn, dann wäre es eben nicht der biblische. In einem weiteren Kommentar zum Eingangstext schreibt Martin Luther, 1483 bis 1546: Obwohl das Gebet im Herzen und ohne alle Worte geschehen kann, ist das Aussprechen des Wortes doch sehr nützlich, weil das Herz dadurch aufgeweckt und erwärmt wird. Daneben soll man im Herzen ununterbrochen beten, denn ein Christ trägt, wie schon mehrfach gesagt, den Geist des Gebets in sich, so dass sein Herz mit beständigen Seufzen und Bitten vor Gott steht, auch wenn er isst, trinkt oder arbeitet. Sein ganzes Leben ist ja darauf ausgerichtet, dass er Gottes Namen Ehre und Reich ausbreiten möchte. Und alles, was er sonst tut, muss dem untergeordnet sein. Trotzdem sage ich, dass das laut gesprochene Gebet am Morgen, am Abend und bei den Mahlzeiten nicht vernachlässigt werden darf. Das gilt auch für die Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, um Gottes Wort zu hören und Gott dankt und ihn anruft wegen einer allgemeinen Notlage. Das soll öffentlich an einem dazu bestimmten Ort und Zeitpunkt geschehen. Dies öffentliche Gebet ist eine starke Waffe gegen den Teufel und seine Anschläge. Umso mehr, weil dann die gesamte Christenheit einträchtig zu starkem Beten und Flehen zusammenkommt, das von Gott umso eher erhört wird, je dringlicher es ist. Außerdem schafft das öffentliche Beten auch jetzt schon viel Gutes, indem es viele Listen des Teufels und seiner Handlanger verhindert. Es ist sicher, dass alles, was wir an geistlichem und weltlichem Regiment noch haben, durch
Gebet aufrechterhalten werden muss. Predigen und beten, diese beiden Dinge sind dem Teufel zutiefst zuwider. Wenn man eifrig predigt und dabei auch noch ernstlich betet, und wenn er jemals besiegt und in die Flucht geschlagen werden soll, dann muss das mit diesen beiden Waffen geschehen. Denn der im Himmel wohnt, lügt nicht. Ich zweifle nicht daran, dass durch richtige Predigt und durch unsere Gebete viele böse Anschläge unseres Widersachers zunichte gemacht und verhindert wurden. Und sollte heutzutage etwas Gutes geschehen und etwas Böses verhindert werden, dann muss es durch das Gebet geschehen. Werft darum das Gebet nicht weg, auch wenn ihr euch dafür nicht geschickt fühlt. Denn dann könnte keiner mehr beten. Stattdessen muss sich jeder Christ sagen und denken, weil das Gebet Gott so wohl gefällt und für die Kirche und die Obrigkeit so nötig und nützlich ist, darum will ich in den Gottesdiensten und auch zu Hause so viel ich kann mithelfen zu beten. Wir wissen ja, dass es nicht vergeblich ist und gar nicht vergeblich sein kann. Soweit. Wir brauchen als Christen, die für die ewige Wahrheit im biblischen Evangelium stehen dürfen, Mittel und Möglichkeiten, den Angriffen des Teufels zu widerstehen und seiner raffinierten Methode Lügen zu verbreiten. Dem sollten wir entschieden entgegentreten und dem Einhalt gebieten. Und das können wir durch festen Glauben, durch Gebet, durch Bibelwissen und auch durch gute Predigten, die wir hören, oder die wir auch selber aussprechen und eben auch die Bereitschaft, den guten Kampf des Glaubens anzunehmen und auch Zeugnis für einen begründeten Glauben zu geben zur Zeit und zur Unzeit. Und dass wir die Menschen darauf hinweisen, dass sie Erlösung und Frieden finden durch den Glauben an den gekreuzigten Sohn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Und das ist letztlich die Grundwahrheit, das Fundament, auf dem alles steht, Jesus Christus, der Menschgewordene, Gott, der sein Leben hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht ins Gericht kommt, Frieden mit Gott hat, ewiges Leben hat und glückselig sein darf, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott segne, behüte und bewahre euch. Er stärke euch an Geist, Seele und Körper und sei mit euch. Amen.